So Leute, mir reicht's. Es wird Zeit, diesem Boss mal so richtig in den Arsch zu treten. Ja, ich habe gerade eben offscreen, war ich nochmal im Labyrinth und wie man sehen kann, ich habe sämtliche Waffen komplett bis zum Anschlag aufgelevelt und ich habe die maximale Anzahl an Raketen und ich habe mein Leben noch vollkommen aufgefüllt. Das heißt, es wird Zeit, diesen Boss mal zu zeigen, wer hier der Boss ist. Verzeiht das schlechte Wortspiel. Ja, es geht mir wieder in den Herrn und es ist jetzt eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal versucht habe, diesen Boss zu besiegen. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht getestet zu besiegen, offscreen. Ich dachte mir, wozu, wenn ich ihn dann besiege, dann muss ich das nochmal machen und da hätte ich echt keinen Bock drauf. Und ja, Gott sei Dank habe ich ja beim letzten Mal herausgefunden, dass ich zwar, wenn ich hier einmal reingehe, nicht mehr zurück kann und mir das Seil hole. Das demonstriere ich jetzt mal eben kurz, denn das habe ich ja nur auf der Aufnahme festgestellt, die ich dann doch verworfen habe, weil ich gestört wurde und es sowieso die ganze Zeit das Gleiche war, was man in der zweiten Aufnahme gesehen hat. Und zwar, wir haben das Seil geholt und die Tür will sich nicht mehr öffnen lassen. Ja, und ich dachte, das passiert eigentlich, sobald man hier reinkommt. Aber glücklicherweise passiert das nur, nachdem man das Seil genommen hat und die Tore bleiben oben, wenn man danach nochmal rausgeht und speichert. Also, wir haben das Seil, das brauchen wir gleich und jetzt sprechen wir erstmal mit Curly, um den Bosskampf wieder zu starten. Ja, ja, komm Curly, bla bla bla, das kennen wir alles schon. Soldaten von der Oberfläche, Roboter, sie werden sich jetzt gleich, der eine wird in die Luft fliegen und dann gibt's da was vom Boss. Gut, bzz, bzz, bzz. Team 9 zerstört, bla. Ich weiß, ja, Rückzug geht nicht. Ich will diesen Boss jetzt besiegen, komm. So. Vorsichtig. Aha. Ich weiß nicht, ob es irgendwas, irgendeine Strategie gibt, um das Auge zu öffnen. So. Jetzt Raketen! Oh ja. Seht euch an, wie viel Schaden ich gemacht habe. Mit 10 Raketen mal eben so ein Riesenstück von seiner Lebensenergie abgezogen. Und ich meine, Leute, ich muss das schaffen. Es gibt andere, die schaffen es, diesen Boss mit 3 Lebenspunkten zu besiegen. Und da müsste ich es doch mit 41 schaffen. Ah, scheiße. Ich habe jetzt aus Versehen eine Rakete abgefeuert, wo das Auge zu war. Okay, offen und Raketen! So, sind leer. Womit schieße ich? Damit. Ja, ja, ich schaffe ihn! Seht euch an, wie wenig Lebensenergie er noch hat. Ich schaffe ihn jetzt. Auf jeden Fall. Nein. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Luft, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Nein! Nein! Er drückt mich weg. Und ich komme. Ja, nein! Ich komme hier nicht weg, weil er mich wegdrückt. Oh Gott, nicht treffen lassen. Nein, nicht treffen. Scheiße. Oh, egal. Wir haben gesehen, ich kann es diesmal schaffen mit den Raketen und allen Waffen, die ich habe. Beziehungsweise die anderen Waffen, die sind jetzt nicht so wichtig. Die habe ich gar nicht benutzt. Aber man sieht, die Raketen sind richtig genial. Und damit kann ich ihn platt machen. Ich bin jetzt voller Zuversicht. Wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, gut. Also jetzt bei diesem Versuch nochmal nicht schaffe. Was soll's, dann versuche ich es nochmal. Aber diesmal wird es wahrscheinlich nicht in solcher Frustration enden wie der letzte Teil. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann lade ich den Teil hier nicht hoch oder so. Keine Ahnung, egal. Oder ich schnitz raus. Und poste dann etwas darüber, wo man überhaupt nicht merken wird, dass ich es dann drüber gepostet habe. Also sprachemäßig so. Dann sage ich, ach, ist doch ein schönes Wetter hier in der Höhle. Guck mal, so schön blauer Himmel. Und das Wasser, das ist auch ganz warm und man kann so toll schwimmen. Und die ganzen Fische, die man da drin sehen kann. Oh, wunderschön. Und die lokale Fauna und Flora ist auch so wunderschön. Ich weiß nicht, was jetzt hier als Flora, ich glaube, das ist als Fauna zu bewerten, der Kern. Flora waren Pflanzen, ne? Und Fauna Tiere. Wie auch immer. Nein, ich habe nicht genug Zeit, um Raketen zu schießen. Hm, gut, egal. Toll, es sind auch so jede Menge Raketen, die ich hätte aufsammeln können. Nee, ja, Level Down, egal. Was soll's? Komm, nein, nicht runterfallen. Okay, das war ein wenig doof. Ich denke, ich werde es wieder nicht schaffen, weil ich... egal. Ich versuch's trotzdem. Ich habe noch 31 Leben und nur noch ein wenig Luft. Aber das ist egal. Das Wasser kommt runter und spring, spring. So, gut. Solange ich nicht im Wasser bin, ist alles in Ordnung. Denn im Wasser kann ich mich kaum bewegen. Raket, okay. Kann ich weiterschießen? Ich kann leider dem keinen Schaden zufügen, wenn ich nur die kleinen Dinger beschieße. Das ist ein bisschen doof. Ich kann ihn nur wegschießen. Okay. Nein, er drückt mich weg. Na toll. Das heißt, gleich kommen auch wieder die großen Schüsse. Ja, und das hat sich so angehört wie die großen Schüsse. Oh Gott, oh Gott.
Ausgewichen, jawohl, ich habe es das erste Mal geschafft, allen dreien auszuweichen. So. Jetzt, da frisst das! Mist. Bin ich so gut dabei wie beim, gerade eben beim letzten Mal. Aber egal, ich habe noch drei Raketen. Die kriegst du alle rein. Und, was weiß ich, nein. Okay, das wird interessant. Also, sagen wir es mal so. Wobei, er hat noch die Hälfte seiner Lebensenergie, ein bisschen weniger. Ich habe auch nur noch die Hälfte und ich habe keine Raketen mehr. Aber er hat jede Menge komischer Sachen. Frisst das. King, hilf mir, los, töte ihn. Gut, 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 gut. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, Level 1. Warum kann ich den... auf mich wegzudrücken. Ich hasse, dass man mich wegdrückt. Sogar in der Luft. Oh Gott, springen. Ja, ich werde immer besser. Weil normalerweise hat man hier auch den Booster. Bloß halt die, auch die Leute, die es mit Level 3 machen, die haben ja nicht den Booster. Das heißt, denen fällt es genauso schwer, hier auszuweichen wie mir. Feuerball, 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 los! Frist, frist! Jetzt kann ich ihn ja nicht verwunden, egal. Ich schaff das diesmal. Garantiert. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, na toll, jetzt komme ich nicht an den Rand, mein Feuerball. Komm näher! Ja, frisst das! Komm näher! Du! Verdammtes Mistvieh! Okay, 11 noch. Du kannst mich damit erreichen, auch gut. Das hat sich nach großen Schüssen angehört. Springen hoch, 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 hoch. Na du. Wir bleiben okay, es waren anscheinend doch keine großen Schüsse, aber ich ertrinke gleich. Okay, ich bin ertrunken. Na toll. Jetzt läuft es so gut und ich ertrinke. Was für ein Tod. Aber egal, ich versuch's nochmal. Ich bin immer noch guter Dinge. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich meine Raketen nicht an den kleinen Teilen verschwende, sondern die wirklich in das Große reinschieße, weil sonst haben die halt keinen Effekt, wie man gerade sehen konnte. Und der Kampf wäre auch wesentlich leichter, wenn hier nicht das blöde Wasser wäre. Denn im Wasser kann ich kaum springen, also nicht so hoch. Und ja, nimm es bitte. Danke. Ja, ja, ja. Alte Melodie. Wie man sehen kann, ich kann nur so hoch springen, ne? So im Vergleich zu an Land. Na gut, da konnte ich jetzt nicht an Land springen. Aber also im Vergleich an Land ist schon ein bisschen höher und schneller und weiter. Ne? Und ich kann mich alleine, allgemein auch schneller bewegen an Land. Aber egal. So, noch einmal. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ja, geh runter. Setze mir den Bossgegner vor. Ja, danke. Gut. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Würdest du hier runterkommen, du großes, dickes Augenvieh? Danke. Okay. So, das war's. Raketen einsammeln. Sehr wichtig. Dann habe ich mehr Schuss. Level down, egal. Ich mach das mit Raketen. So. Ah, die ersten haben ihn auch nicht getroffen. Die sind auch alle an dem abgeprallt. Geh kaputt. Ah, ich habe mich mit Curly verwechselt. Ich dachte, ich wäre zu weit links und bin deshalb nach rechts gegangen und runtergefallen, aber was soll's. Hauptsache, er trifft mich nicht. So. Ah, ja, ist egal. Das Herz brauche ich jetzt nicht. Das war das große, ich meine. Ah, nein, er drückt mich weg, wenn ich jetzt ins Wasser gehe. Ah, sogar eine Luft, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh runter, geh runter. Oh. Wow, das war knapp. Ich wäre fast voll in da reingesprungen. Er ist viel zu weit hier hinten. Was willst du hier? Der geh weg, okay. Ich geh einfach. Nein! Und voll meine Raketen verschwendet. Nicht. Nein. Das ist auch noch Level 2. Okay. Spring. Mit so einem Pissschuss kann ich die Schüsse auch nicht zerstören von ihm. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut gerade. Komm schon. Ich schaffe es diesmal. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Das klang wieder nach großen Schüssen. Aber. Nein, es war keine großen Schüsse. Gut. Los, mach das Auge auf. Mach das Auge auf. Danke. Was? Feuer. Seifenblasen. Seifenblasen tun mir weh. Ja. Was bist du für ein blöder Boss? Dass dir Seifenblasen wehtun. Also ernsthaft. Und. Na gut, Schüsse kann ich damit auch nicht so gut abwehren. Aber. Nein! Drück mich doch nicht weg! Oh, ich habe nichts, um dich von so weit weg zu wirklich Schaden zuzufügen. Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Puh, wow. Das ist
irgendwie, ich weiß nicht, warum es das letzte Mal nicht geschafft hat, den großen Schüssen auszuweichen. Wahrscheinlich, weil er mich gleichzeitig mal weggedrückt hat.